Ich stehe hier vor dem Erlacherhof. Der Erlacherhof, das ist der Sitz des Berner Stadtpräsidenten. Und das ist der Ort, wo ich am 6. Dezember 1992 noch mit viel mehr Haar auf dem Kopf gesessen bin und erfahren habe, dass die legendäre Wende stattgefunden hat, dass die bürgerliche Stadt zu einer linken, rot-grünen Stadt ist worden. Was mich dann fasziniert hat und heute auch noch tut und mich letztlich bewogen hat, das Buch zu schreiben, ist der Energieschub, der dann durch die Stadt Bern gegangen ist. Die Rot-Grünen, ob man es jetzt gerne hat oder nicht, sie haben einen klaren Plan gehabt, wie man aus dieser Stadt, die dann schwere Probleme hatte, die finanziell am Boden war, wo die Leute weggezogen sind, wie man aus dieser Stadt einen besseren Ort machen kann. Und 30 Jahre später kann man sicher sagen, die Stadt Bern ist ein besserer Ort geworden. Und die Rot-Grünen klopfen sich heute ziemlich ausführlich auf die Schulter dafür. Manchmal ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Und auch das habe ich in diesem Buch geschrieben. Ich stehe hier vor dem Wankdorf-Stadion. Und das Interessante für mich hier ist, wie stark sich die rot-grüne Politik, die eigentlich kapitalismuskritisch ist, sich auf das superkapitalistische Fußballbusiness eingelassen hat. Es ist etwa 25 Jahre her, wo eine antirassistische Fangruppe einen entscheidenden Beitrag geliefert hat, dass IB nicht Konkurs gegangen ist. Und für mich ist das der Anfang von dieser Liaison zwischen Rot-Grün und Gelb-Schwarz, die heute ja ziemlich eng ist. Und die Verbindung zeigt für mich einen Wettbewerbsvorteil, den Rot-Grün gegenüber anderen politischen Lagern hat in der Stadt Bern. Nämlich, dass sie fähig ist, ein cooles, multikulturelles, urbanes Lebensgefühl sehr virtuos zu bewirtschaften. Ich stehe hier vor der Reitschule. Und die Reitschule ist sicher das grosse Reizwort von rot-grünen Ära. Wobei man natürlich muss sagen, dass die Reitschule schon besetzt wurde 1987, als noch die Bürgerlichen regiert haben. Und wenn man es etwas zuspitzt, kann man sagen, das war sehr vorausschauend, weil mit der Reitschule haben die Bürgerlichen über die ganze rot-grüne Ära hinweg ein leicht bewirtschaftbares Dauerthema gehabt, das sie die Rot-Grünen immer wieder in Verlegenheit bringen konnten. Aber nüchtern betrachtet ist die Reitschule sicher einer der stärksten Brands der Stadt Bern. Es ist das bestbesuchte Jugendzentrum und darum bin ich der Meinung, die Reitschule ist so stark verankert in der Stadt Bern, dass sie heute ein Machtfaktor ist, ähnlich wie die Burgergemeinde. Wenn man an der Reitschule vorbei erfolgreich Stadtpolitik machen will, ist das in meinen Augen unmöglich. Wenn ich die Frage beantworten soll, die ich auf dem Titel meines Buches stelle, nämlich ob die Stadt Bern unter Rot-Grün zu einer Wohlfühloase geworden, bin ich hier sicher am richtigen Ort. Und es ist schon normal, dass man ein bisschen schwitzen kann, wenn man die Frage beantworten soll. Rot-Grün hat sehr viel Mittel in die Steigerung der Lebensqualität investiert. Man darf nicht vergessen, dass die Stadt Bern vor 30 Jahren das Strassenbild der Stadt Bern noch ist dominiert war von Drogenhandel und Prostitution an einigen Orten. Und heute ist die Stadt Bern sicher, super und zum Teil ist der öffentliche Raum sogar möbliert. Es ist natürlich nicht so, dass alles Elend verschwunden ist aus der Stadt Bern, man sieht es nur nicht mehr. Was ich aber mit Wohlfühloasen meine, die Steigerung der Lebensqualität die kostet und man macht sich oft zu wenig Gedanken darüber, woher das Geld kommt. Die Steigerung der Lebensqualität hat auch soziale und ökologische Folgen. Zum Beispiel, dass Leute, die sich nicht leisten können, aus der Stadt verdrängt werden. Und dort sollte man Rot-Grün sicher besser auf die Finger schauen. Ich stehe hier am S-Bahn-Knotenpunkt Europaplatz. Das ist im Übergang zu Bern-West und sicher der aufregendste und spektakulärste Ort der Stadt Bern. Und hier wird die Stadt Bern euer Gesicht so radikal verändern wie sonst nie. Da hinten entsteht eine grosse Wohnüberbauung, der Fachhochschulcampus kommt daher und es werden drei Hochhäuser gebaut, die so hoch werden sollen wie das Münster. Und die 150 Familiengärten, die es da hinten noch hat, die werden sicher einen schweren Stand haben. Das zeigt, Rot-Grün hat die Stadt Bern auf einen ziemlich frenetischen Wachstumskurs gebracht. Das ist einerseits gut, weil mehr Leute, das bringt mehr Steuereinnahmen. Aber mehr Leute bedeutet auch mehr Verkehr. Mehr Häuser bedeutet das Bedrängen von Grünraum. Und das sind grosse Zielkonflikte, die Rot-Grün leider meistens verschwiegt.